Gratulation zur Meisterschaft, Sebastian Kehl, Mats Hummels und schon wieder deutscher Meister. Singen die Fans, ist das auch der Hit gleich unter der Dusche? Ja, da sind auch ein paar andere Lieder auch gegrölt worden, aber das gehört sicherlich dazu, ja. Mats, Sie sind letztes Jahr deutscher Meister geworden, jetzt haben Sie es verteidigt. Was ist da der Unterschied, wenn Sie an die Saison denken und auch an das, was sich gerade hier im Stadion abgespielt hat? Also so viele große Unterschiede gibt es gar nicht, außer dass wir letzte Saison richtig überraschend Meister geworden sind. Diese Saison nach einem schlechten Beginn hat auch keiner mit uns gerechnet und trotzdem haben wir es wieder durchgezogen. Also es sind schon sehr viele Parallelen, auch in der Stimmung, in der Mannschaft und außerhalb zu sehen vom letzten Jahr. Sebastian Kehl hat 25 Spiele gemacht, 25 Mal nicht verloren. Das ist der Moment, in dem Sie das Mikro mal hinlegen könnten und die mal applaudieren könnten. Ich habe alle 25 auch mitgespielt. Ja, wollen wir nicht verschweigen, aber Mainz applaudiert auch. Wenn man die Jahre davor sieht, ich meine, das waren mindestens 5 Jahre mit sehr viel Tiefen auch drin und Sie sind immer wieder zurückgekommen. Ist das Dankbarkeit oder was ist das für ein Begriff? Wen würden Sie nehmen, was man da in so einem Moment empfindet, wenn man dann wieder mal Glück hat, durchspielen zu können und Meister zu werden als Kapitän? Ja, ich werde mich sicherlich in der Sommerpause mal den einen oder anderen Tag zurückziehen und mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Jahren so passiert ist. Denn in diesem Jahr, muss man schon sagen, habe ich einfach deutlich mehr Glück gehabt. Habe natürlich weiterhin hart an mir gearbeitet, aber im Fußball und im Sport allgemein hängt das ab und zu auch mal an so kleinen Faktoren. Und ich hatte das große Glück, in diesem Jahr gesund zu bleiben, dann auch alle Spiele zu machen. Und ich denke dann auch mit Leistungen auch bestätigt, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre und macht mich persönlich natürlich schon stolz. Auf der anderen Seite war der Verdient der Mannschaft in diesem Jahr einfach noch deutlich höher einzuschätzen, denke ich, wie die letztrige Meisterschaft. Denn Mats hat es zwar gesagt, in diesem Jahr hat sich nicht groß verändert, aber ich glaube schon, dass es in diesem Jahr einfach weitaus schwieriger war, deutscher Meister wieder zu werden, nachdem die Bayern ja auch den Großangriff angekündigt hatten. Und ich bin wahnsinnig stolz als Kapitän, einfach hier von dieser Mannschaft in diesem Jahr auch vorneweg gehen zu dürfen. Jürgen Klopp war schon hier, er redet so viel über Sie. Sagen Sie doch mal umgekehrt, was hat der Trainer, was Sie so vorantreibt und zu solchen Leistungen auch bringt? Ich glaube, das, was alle kennen, dass er authentisch ist, dass er selber lebt. Also wer ihn kennt, der weiß, dass er freitags vorm Spiel schon nicht mehr ansprechbar ist eigentlich. Also außer aufs Spiel ist er da komplett in seiner eigenen Welt und das lebt er vor und das übernehmen wir natürlich auch. Und nebenbei ist er auch noch natürlich taktisch mit Chucky Buvac, ein herausragender Trainer. Also die beiden zusammen vor allem haben uns da einige, sagen wir mal, Spiele die Saison mit Sicherheit auch mitgewonnen und das hat sich alles auf die Mannschaft übertragen und ich sage mal, wenn es dann so läuft, dann ist es auch ein bisschen einfacher noch, das natürlich bei einer Mannschaft hochzuhalten, sagen wir mal, diese Bereitschaft, diese Leidenschaft und das läuft. Jürgen Klopp hat gerade noch gesagt, Sie haben vor dem Spiel auch heute und auch sonst schon oft so nochmal eine überragende Ansprache gehalten. Was sagen Sie da? Was vermitteln Sie da? Also er überlegt vorher eine Stunde, was er sagt, das kann ich schon mal. Also es wirkt schon sehr auswendig gelernt, aber ist gut, sehr gut. Ja? Seitdem was gemacht, habe ich jedes Spiel gewonnen. Nein, muss ich dir widersprechen, jetzt ist es nicht auswendig gelernt. Es kommt meist sehr spontan und manchmal verhaspel ich mich auch. Aber heute war es einfach, glaube ich, wichtig, nochmal so den Fokus auch auf uns zu legen. Denn viele waren so ein bisschen enttäuscht, dass die Bayern noch gewonnen haben, in Anführungszeichen, dass es noch nicht klar war. Aber wir haben uns die ganze Saison nicht damit beschäftigt, was andere Mannschaften tun und auch sagen, sondern wir haben uns nur auf uns konzentriert. Und das war wichtig, heute einfach auch dieses Spiel nochmal zu gewinnen, es allen zu zeigen. Und ich glaube, mehr verdient als in diesem Jahr geht nicht. Wohl wahr. Die zweiten, den dritten, den vierten jetzt noch geschlagen. Also Sie können noch 1000 Rekorde einstellen und überbieten. Also das, glaube ich, bestreitet keiner in Deutschland. Auf sich konzentrieren ist gut. Was wird heute noch passieren? Ja, das hängt natürlich vom Spiel ab. Es wird ein paar geben, die sich daran erinnern können, was sie heute Nacht gemacht haben. Kevin wird das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es irgendwo ein paar Videoaufnahmen davon. Es wird auf jeden Fall eine richtig geile Stimmung in Dortmund. Wir werden rausgehen ein bisschen, wir werden auch mit den Fans feiern, werden da ein bisschen auch den Kontakt suchen, denke ich. Weil das ist einfach das Schönste, wenn man so Titel dann eben in einer großen Gruppe mit noch mehr Leuten feiern kann, die das genauso euphorisch sehen wie wir. Und deswegen, glaube ich, kann man sich da auf jeden Fall darauf einstellen, dass heute in Dortmund richtig gute Stimmung sein wird. Und irgendwann gibt es dann auch noch ein Pokalfinale, aber da denken wir heute mal nicht dran. Jetzt erstmal Gratulation und schon wieder deutscher Meister BVB. Dankeschön. Gratulation. Dankeschön.